Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft auf der, ja, der Pre-Release 4 Version und schön an einem Strand, ja, sehr schön. Ich habe mich mal runtergebaut, das habe ich jetzt nicht gezeigt und ja, ich bin auf einem Baum gespawnt, sehr schön. Es gibt auch schon Mut zu einem wirklich tollen Abenteuer. Ich werde natürlich wieder ein bisschen ja, anders als die anderen Let's Playern und Livestreamen. Ich werde ja, Grinding jetzt nicht so zeigen. Ich werde vor allem das Bauen zeigen und ein bisschen Rundspiel zeigen und einfach die Freude, die ich an ja, Minecraft habe. Und ja, nur damit ihr es wisst, mir geht es nicht so gut. Also ich habe eben diese Nervenkrankheit, die mir noch ein bisschen ja, plagt. Wird wahrscheinlich dann ja, nicht mehr so schlimm sein im Verlaufe des Parts und ja, der weiteren Parts, denke ich mal. Und ich habe einfach riesen Lust. Ich habe so unglaublich viel Lust, oder? Auch wenn ihr manchmal irgendwas einstecken müsst im Leben, wie eben ja, eine Krankheit oder Arbeit oder irgendwie etwas Familiäres oder etwas in eurer Umgebung. Macht weiter, seid motiviert, hört nicht auf und genießt einfach euer Leben. Ich werde es einfach jetzt hier in Minecraft Farm machen. Und ja, ich habe jetzt gerade keine Mods drin, eben in Pre-Release-Version. Und ja, Minecraft war ein bisschen zu langsam für mich. Ich will das Projekt natürlich jetzt schon starten. Und ja, ich freue mich riesig, also... Ich kann jetzt noch nicht so viel schneiden. Ich muss jetzt auch zuerst das Programm haben, um richtig zu schneiden. Ich werde jetzt einfach manchmal einfach Sachen machen, die ich ja, sonst nicht so gut, also nicht so spannend machen kann. Und jo, ein Schwert gekraftet. Genau. So. Ja, hoffen, dass Minecraft eigentlich uns gut tut, dass es nicht langweilig wird, nicht ja, zu viel Grinding wird, dass wir die Biome finden. Vor allem auch die Kamele, also ich hätte gerne jetzt schon mal ein Kamel, aber ja, schon falsches Biom. Jo, keine Kohle, dankeschön. Wie mich Minecraft manchmal einfach ein bisschen nervt. Ich kann nichts finden, ich muss im Hard Mode spielen. Also gehen wir mal durch den Wald. Okay. Ein ganz dichter Wald. Hier könnten wir eine Stadt bauen. Aber so zum Anfang ist es jetzt nicht so toll, hat zu wenig Gras. Doch, aber Bären haben wir. Gut, dann machen wir einfach ein Boot und schwimmen mal durch. So, also nicht der optimalste Start. Aber ey, ich freue mich jetzt wieder aufnehmen zu können. Ich war jetzt wirklich 3-4 Tage ein bisschen sehr angestrengt gewesen wegen der Nervenkrankheit. Wenn die Nerven nicht funktionieren, dann machen sie gar nichts. Dann sagen sie so, oh ja, bist du gelähmt, bist du zu schwach und so weiter. Der Drago, der darf nicht nach Hause gehen, um aufzunehmen. Aber jetzt bleibe ich einige Zeit zu Hause, ich gehe nicht weiter fort. Viel mehr fort mit dem fort und ich glaube ich gehe Richtung Ozean zurück, den wir am Spawn hatten. Und ja, ich freue mich riesig, also ich habe schon viel vor. Ich habe natürlich nicht einfach irgendwo bei meinem Vater herumgestanden und habe nichts gemacht. Ich habe natürlich wieder sehr viel ja, Sachen ausgesucht, was soll ich bauen, was soll ich entdecken und jo, was soll ich euch zeigen? Schweine. Und das ist irgendwie gar nicht der Ozean. Ich glaube, der ist dort links. Okay. Hier hätten wir sonst nichts mehr außer Schweine. Na, ich müsste aber irgendwo runtergehen. Wir gehen irgendwo runter, wo wir sehen, dass es eine Höhle ist und nicht zum Beispiel hier. Ja, das werde ich wahrscheinlich bereuen. Da müssen wir drüber. Okay. Ja. Für manche ist Minecraft auch nicht so langweilig geworden.
für manche, die viel spielen, wie zum Beispiel ich, ist es ein bisschen langweiliger geworden. Jetzt die 1.20 ist endlich knapp draußen eben. Und jo, ich hoffe einfach, es macht viel Spaß und stürzt nicht ab. Also ich will jetzt keinen Absturz wegen Fehlermeldung 1. Den haben sie seit 2-3 Versionen noch nie gefixt. Es steht immer wieder, ja, Mods seien schuld, aber ich habe jetzt keine Mods drin. Denn es ist ja die Pre-4-Variante, da gibt es glaube ich gar noch nicht Mods oder erst ein paar Fabric-Mods und ja, genau. Vielleicht finden wir ein Dorf. Jo, ich mache jetzt mal 30 Minuten Aufnahme und dann werde ich erstmal ein bisschen farmen. Ich denke mal genügend Diamanten farmen. Ich werde die Gegend erkunden, ob es irgendwo Dörfer gibt. Und in der zweiten Folge werde ich dann mit den Baumaterialien, die ich, denke ich mal, dann schon gesammelt habe, ein Haus bauen. Und das ziemlich okay, hoffentlich. Und vielleicht habe ich dann auch schon einen Garten. Was übrigens noch kommt, ist von meinem Server, die 1.19.4 Version. Da werde ich sicher auch noch eine Folge aufnehmen. Und, oh, da ist eine Wüste. Sieht aber irgendwie nach Schnee aus. Okay, Schneeberge. Ich glaube, ich müsste in die andere Richtung oder so. Ich gehe jetzt aber erstmal hier auf Land und suche mir mal eine Höhle, denke ich mal. Genug Sand hätten wir auch. So. Ich habe jetzt extra nicht so laut eingestellt. Im zweiten Part wird es dann, denke ich mal, lauter werden, wenn ich auf Nummer sicher sein kann. Und ja, jetzt haben wir einfach mal Stein gefunden. Ich glaube, das ist auch genug laut, oder? Ich bin nämlich selber auch nicht so laut scheinbar. Das liegt einfach an den Updates und so. Was mein Mikrofon immer leiser macht. Ich schau mal kurz, ob ich... Da. Damit ich noch kurz ein Lauter stellen kann. Können wir währenddessen weiterspielen. So, weil das, ja... Wie sagen wir dem? Einfach die App für das Mikrofon ein bisschen verbuggt ist. So. Ja, ist da gleich geblieben. Wow, danke schön. Also es ist schon Maximum. Na gut, kommen wir hier irgendwo runter. Ich bereue wieder das. Ja, ja. Ich werde es bereuen, das ist ein bisschen gefährlich. Also gehen wir mal runter. Und schauen mal, wir haben noch keine Kohle, nix. Ich werde es bereuen. Ja, da sind schon Skeleton Creeper. Ich denke, ich gehe mal hier durch den Boden durch. Durch die Wand. Jo. Der Kampf immer so ein bisschen mit Minecraft. Zum einen macht es mega Spaß, zum anderen langweilt es manchmal schon ein bisschen herum, wenn einfach der World Girl sagt so, nope, ich will keine Kohle, keine Eisenbohnen, unsere Sachen. Und viele sind ja auch ein bisschen geplagt über die Updates, die in letzter Zeit so schlecht sind, also seit 1.16 eigentlich nichts mehr Neues gekommen ist und so, nur noch ein paar Features. Und viele halt an den Mods kleben, also bei den Mods kleben bleiben. Kann ich auch gerne mal noch ein Modpack zusammenbauen, wo wir dann auch viel zu bauen haben. Vielleicht im Kreativmodus auch ein Projekt machen, schön bei. Und jo. Aber eben, die 1.20, da freut sich eigentlich kaum jemand drauf. Vielleicht auf die Rüstungen, vielleicht auf die Kamele, die nicht gerade sehr schnell sind. Die zwar zu zweit beritten werden können und so, aber ich sehe jetzt gerade auch nicht viel, ob irgendwo Kohle ist. Also, dann machen wir doch mal...
Ich hätte noch ein bisschen Baumstämme liegen lassen, also mitnehmen sollen. Jo, sie hat null Kohle. Ich mach mal kurz ein bisschen heller, gell? So, damit ich wenigstens die Kohle sehe, die nicht da ist. Okay, ja. Eine neue Spitzhacke machen. Natürlich eine Steinspitzhacke dieses Mal. Nehmen gleich zwei. Vielleicht finden wir Eisen. Ja, der Start, wie immer, er fällt mir schwer. Ich weiß nicht, seit 1.18 ist der World Generator so ein bisschen nervig geworden, irgendwas zu finden. Man will es ja nicht machen, also man will nicht stundenlang buddeln, in Höhlen gehen wegen den Monstern. Man will es einfach nicht machen, oder? Jetzt habe ich leider doch ein bisschen die Lust, mit dem Boot zu reisen, ja, verloren. Und jetzt stecke ich hier irgendwo in einer Höhle und weiß nicht, wo ich Kohle finde. Also den finde ich. Ich müsste weiter runter, ja, stimmt. Wieso gehe ich eigentlich rauf, wenn ich runter möchte? Weil ich schon rauf ging. Ach, Minecraft. Ja, ich möchte doch nur bauen. Ich bin der Baumeister. Ich möchte mit seltenen Rohstoffen bauen. Du kriegst nicht hin, weil ich das Falsche mache. Da oben ist wirklich keine Kohle. Ich hätte gedacht, hier oben ist Kohle. Nein, ich muss noch weiter runter. Einfach hier runter. Wir finden schon Kohle, müsst ihr wissen. Also, so ungeduldig bin ich jetzt auch nicht. Ja, jetzt spiele ich wieder Minecraft und bin wieder gelangweilt. Dankeschön, Minecraft. Ja, nein, eben. Das Bauprojekt, das braucht einige Zeit, bis ich die Rohstoffe habe. Und danach geht es eigentlich flott, flott immer. Ich würde sehr, sehr schöne Sachen bauen. Habe schon mal geplant. Geplant. Geblaut. Was ist das eigentlich hier? Ist das Bruchsteinstiefel schon? Sind wir schon so tief? Ja, ich habe es schon erkannt, aber ich habe es irgendwie nicht so sagen wollen, das Bruchsteinstiefel. Ist mir so ein bisschen entglitten. Okay, Kupfer hätten wir genügend. Wir machen nur einen Blitzableiter. Genau. Damit unsere Ome nicht einschlägt im Blitz. So, ich bin in letzter Zeit ein bisschen am The Legend of Zelda, nein, Tears of Kingdom schauen gewesen, ein paar Livestreams und es hat mir eigentlich ziemlich gefallen. Es war mir aber auch ein bisschen langweilig, ich weiß es nicht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, das hätten sie noch ein bisschen spannender machen können für mich. Und liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt einfach nicht so Grinding mag, wie zum Beispiel jetzt in Minecraft, bis man die Kohle hat. Und jo. Ich habe ja noch Last Epoch, wo ich viel grinden muss. Wo wirklich sehr spannendes Spiel ist, aber halt auch immer wieder ein bisschen zu grinden gibt, dann in den Monolithen. Die Kampagne ist meistens sehr einfach durch. Und jo, da bin ich jetzt auch, glaube ich, ja. Akt 4,5 oder so. Also brauche ich noch 8 und dann 4 Ding und bin dann vielleicht auch so weit, wenn der neue Patch am 25. Mai rauskommt. Oh, da freue ich mich riesig über Last Epoch. Jo, was bringe ich da noch? Railway Engineer 2. Wenn ich es richtig ausspreche, weiß ich es nicht. Und andere Sachen. Ich muss ein paar Spiele kaufen in nächster Zeit. Einfach für mich. Beziehungsweise für euch auch. Weil ja die Sachen, die Games auch immer aufnehme. Und Livestreams mache. Da auf twitch.tv/dragobasler. Okay.
Okay, ein bisschen Eisen hätten wir hier. Ich muss aber irgendwie hier hochkommen. Ich bin ein bisschen zu weit runter. Meine Güte, ist das gerade ein bisschen schwer. Drago findet nichts. Er tut die Zuschauer langweilen. Oh. Ganz arm. Aber ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht so geübt. Ich spiele nicht jeden Tag mehrere Stunden Minecraft. Ich spiele eigentlich so irgendwie, so weiß nicht, 4, 5 Tage Minecraft. Nein, schon mehr. Hä? Ich will doch nur in diesen Raum zurück. Wo ist denn der? Was ist das? Das ist Schist. Oder? Wie heißt es? Tuffstein, genau. Schist ist immer beim anderen, beim Underground Biomes Mod. Der gleiche Stein. Okay, aber ist nur eine Schlucht scheinbar. Und immer Creeper. Ah, Eisen. Kann ich die schon braten? Ja. Aber es ist nur ein Eisen. Da ist ein Skelett. Ja, es ist momentan, ich muss nachher wieder ein bisschen dunkel stellen. Ein bisschen hell. Ich sehe trotzdem noch nichts. Und die überall sind Skelette. Kann ich da wieder rein, bevor das Skelett kommt? Wo ist es da? So. Also, wie machen wir jetzt das? Noch ein bisschen weiter. Ah, da ist auch Eisen. Habe ich gar nicht gesehen. Dankeschön. Meine Güte. Ja, Minecraft ist manchmal doch ein bisschen mehr Arbeit, als man will. Man will nicht so lange irgendwie nach Eisen gohnen. Das gibt es in der Schweiz, in Deutschland gar nicht. Gibt es nur in der Schweiz, oder? Gibt es bei euch Gunen und Gunen? Ist das doof? Oh, das ist doof. Da. So, ich glaube, ich muss den Hut noch ein bisschen größer machen, scheinbar. Das Problem ist immer, die Grafikeinstellungen brauchen GUI Größe 3, sonst ja, ist es nicht so gut sichtbar, was, also was auf Deutsch geschrieben wird. Und wenn man GUI Größe 2 hat, ist einfach in-game ein bisschen doof, dass man die Symbole, also die verschiedenen Blöcke nicht so gut sieht. Ja. Ich hätte gerne ein 2,5, bitte. Diese Wünsche eines Ur-Minecraft-Spielers. Der immer noch nicht so gut spielen kann, weil er einfach zu wenig Minecraft spielt. Bitte motiviert mich, mehr Minecraft zu spielen. Ja, wenn ihr gut zuschaut, mache ich das Projekt natürlich gerne lange. Ich mache es auch ohne, dass ihr gut schaut, das Spiel, also das Let's Play sehr lange. Weil ich muss ja auch die Kamele gut austesten. Und ich habe trotzdem Spaß, auch wenn es nicht so aussieht. Ich habe trotzdem Spaß an Minecraft. Dass ich einfach dann manchmal merklich einfach sehe, dass die Zuschauer natürlich den Spaß schneller verlieren. Beziehungsweise auch gar nicht mehr schauen, weil ich halt keine Werbung schalte. Warum denn ein Eimer? So. Und ja, dann nehme ich das Gold auch noch mit. Dann sind wir wenigstens Rishkill. So ein armer Let's Play. Sagt schon Livestreamer. Jo, nächste Zeit kommen auch mehr Livestreams von mir. Aber aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht jeden Abend oder mehr Stunden am Abend. Vielleicht auch morgens, ich weiß es nicht. Morgen muss ich schauen, da muss ich mal einkaufen gehen zuerst einmal. Gehe bei mir halt immer ein bisschen länger. Weil ich die ganze Zeit vertieft in den Einkauf bin, weiß es nicht wieso. Ich schaue immer, ob ich etwas Neues einkaufen kann. Ich kaufe trotzdem nie viel. Weiß nicht, ich bin einfach ein Mensch, der schaut sich alle Dinge an, überlegt sich lange, soll ich das essen heute, soll ich das kaufen, soll ich das anziehen heute oder morgen? Nee, ich mach's nie. Das ist genau bei den Spielen auch. Viele Spiele kaufe ich einfach nicht und spiele sie deshalb nie. Wenn ich sie kaufen würde, dann würde ich sie spielen. Ich bin so ein Mensch, der gerne sehr viel spielt. Okay, heute einfach die ganze Zeit unter Boden und kein einziges
Keine einzige Kohle, kein einziges Eisen. Schlimm. Kann nicht mal reden, so schlimm ist es. Ja. Aber eben hier auf diesem Kanal, in diesen Videos, die ihr da gerne schaut, werdet ihr natürlich sehr schöne Bauten sehen. Und so weiter. Ich gehe mal in die Richtung und schaue. Kein Skelett mehr. Sind die despawned? Hat sie keine Kohle? Gibt's doch nicht. Drago findet keine Kohle. Das ist auch eine Art Challenge. Komm, ich mache eine Art Challenge. Ich hole mir keine Kohle. Weil ich keine finde. Kommt hier ein Zombie jetzt? Nein, der kommt nicht. Ich bin so ein armer Let's Player. Gut, ist hier oben drüber kein Gröbel gewesen. Sonst hätte ich heftigsten Schaden bekommen. So, jetzt gehen wir straight nach oben und machen endlich mal etwas Gescheites. Und nicht so ein blödes Zeugs, was mir da dieser Seed hergibt. Ja, ja. Was wollen wir denn bauen? Ich wollte eigentlich eine Wüstenstadt bauen. Mit Kamallen. Aber wie viel kann ich bauen von einer Wüste? Da bräuchte ich ja ganz viel Sand. Und das farme ich dann zwischendurch dann immer gut. Gell? Keine Sorge, das müsst ihr nicht zuschauen. Das müsst ihr nicht sehen. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal eine Eisenspitzhacke. Und sehr viel Gerümpel. Ist jetzt Nacht eigentlich, wenn ich nach oben komme? Wahrscheinlich schon. Ich denke bald morgen. So, schauen wir mal. 22 Minuten untertragen. Ja, nicht ganz 22. So ungefähr, ja, 18 Minuten. Ne? Aber so ist es. Also ich spiele jetzt halt nicht immer so mega optimal Minecraft. Und ich hatte gedacht, ich werde so richtig stark unterirdisch angegriffen. Aber scheinbar, ja, ist es ja nicht. Ich glaube, ich spiele auf normal. Nein, auf einfach, okay. Am Anfang auf einfach, später auf normal. Ob ich hart spiele, weiß ich nicht. Wenn ich sehr gut equipped bin. Und wenn ich gerade kein Enderman oder so besiegen müsste. Ich denke, Enderman werde ich auf normal machen. In den Wetter sowieso. Aber ich denke, ich weiß nicht den Worten. Wie heißt der eigentlich auf Deutsch? Wächter? Der werde ich wahrscheinlich auf easy spielen. Oder mit sehr viel Geduld. Weiß ich. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ich ihn besiegen soll. Also, wie ich ihn besiegen kann. Weil ich habe ihn 2-3 Mal auf dem Server gemacht von mir. Und ich habe jedes Mal auf die Fresse bekommen. Weil ich nicht wusste, dass man abhauen muss. Weil er uns riechen kann. Wusste ich nicht. Ich habe nur so blöd getan, als würde er mich nicht sehen. Und habe dann eine Vielfräse bekommen. Der hat schon eine heftige Rechte. Ja, ja. Jo, so viel habe ich ja. Ich habe Kohle gefunden. Kohle? Ich kann mir mal eine Fackel machen. Hier ist eine Fackel. Drago hat es geschafft, eine Fackel zu 2 Fackeln zu machen. Ui, ja, geil. Und baut sie gleich mal wieder ab. So, wunderbar. Ja, eben, ich möchte gerne... Es ist übrigens noch nicht abgestürzt. Zum guten Glück. Ich mache jetzt noch mal seine... Kann ich gar nicht, doch. So, Steinspitzhacke wegen zu wenig Eisen. Und dann noch eine Steinaxt. So. Und dann einfach alle Kohle mitnehmen. Sehr gut. Ja, wo waren wir? Wie soll das Dorf denn aussehen? Es soll ein bisschen, ja, sandfarbig sein. Bisschen bunt sein, bisschen natürlich sein. Und eventuell nicht in einem Wüstenbiom drinnen sein. In einem anderen Biom ist sicher cool. Und, ja, einfach die Kamele als Hauptthema haben.
Wenn es gut geht, vielleicht auch die Pandas, aber die kann man nicht transportieren. Die müsste ich irgendwie. Weiß auch gar nicht, wie man die transportieren kann. Und vielleicht so. Ja, einfach irgendwelche Tiere. Wölfe. Und viele Pferde, die herum stehen und so. Schade, können NPCs nichts mit den Pferden anfangen. Ja, werden wir dann sehen. Oh, gut, es ist Tag. Hier ist auch Kohle. Wo war denn diese Höhle? Hier ist ja eine mega schlechte Höhle. Okay, die war irgendwo im Schneegebiet. Keine Ahnung. Okay, eben der erste Part ist natürlich noch nicht so mega spannend, wenn ich anfange zu bauen und irgendwelche Dorfbewohner züchte und so, wird es natürlich ziemlich viel cooler. Und in welche Richtung? Okay, dann gehe ich runter zum Wasser. Da ist auch noch, hier ist nichts scheinbar. Hey, lass mich mal durch. Hallo Schweini. So, und ich will ja auch ein bisschen, jo, etwas erleben, also ein bisschen Rollenspiel machen, so ein bisschen die Freude zeigen vom Spiel, alles mögliche. Ist jetzt im ersten Part natürlich noch nicht so rübergekommen, wird aber kommen. Eben, ich werde sehr viel bauen, ich werde sehr viel Lust haben, auch so die Landschaft und so Sachen zu verschönern. Und schreibt in die Kommentare, was ihr alles sehen wollt, was ihr natürlich auch nicht so gut findet. Und ja, was ihr gut findet natürlich. So, die brauchen wir auch noch. Nehmen wir auch noch mit, die Zuckerrohre. Jo, also das sieht, der gefällt mir jetzt noch nicht so sehr. Denke, aber hier kann man auch etwas Schönes bauen. Da rechts wird es wahrscheinlich auch kalte Biome haben. Und hier unten. Oh, drei Dias. Also ich tue mal ein paar Sachen rein, die ich nicht so brauche. Och, och, och. Nein, ich habe Herzen verloren. Ich habe mein Herz verloren. So, hier ist es mit dem Wässer. Oh, cool. Also so will ich deinen Wald ja nicht. Noch eine. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Also eine Lederjacke, die schützt mir vor dem Tod, das ist wichtig. Oh. Nein, ich habe mein zweites Herz verloren. So, wunderbar. Ja. Also hier ist auch nicht so an meinem Biom. Oh, und was ist dort? Was ist dort oben? Das wäre ein Wald. Dachte ein Dschungel. Ein Dschungel wäre nicht schlecht jetzt schon. Ein Dschungel muss ich relativ früh finden, weil ich brauche vor allem das Dschungelholz. Ich finde das Dschungelholz, also da, die Baumstämme, finde ich einfach wunderschön. Mit dem will ich sehr viel bauen. Mit dem Dschungelholzbretterzeugs, ja, könnte ich auch manchmal ein bisschen bauen. Aber was ich haben möchte, ist Fichtenholz halt. Und Schwarzeichenholzbretter und Mangroven, unbedingt Mangroven. Die vergesse ich fast. Aber wir können ja auch noch die Bambus, oder die Bambus jetzt bauen. Und noch eins, das neue Biom. Wo ist das neue Biom? Hätte ich fast vergessen. Gibt es hier überhaupt Schafe irgendwo? Ich habe noch kein Schaf gefunden. Ja gut, bleiben wir noch ein bisschen auf dem Wasser. Okay, hier hätten wir Schwarzeichenholz, glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich denke schon, wenn hier Pilze sind. Gut, dann tue ich mal die Schwarzeichenhölzer
fällen, also dass ich genügend Setzlinge habe. Und gehe noch ein bisschen auf Erkundung und nach, ja, mache ich den zweiten Part. Der wird wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe dann wieder starten. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit anderen Videos oder mit anderen Dingen. Oder auch außerhalb vom PC. Zockt gut und dann, ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.